Der Abend ist angebrochen. Leise fällt frischer Schnee auf die große Stadt, deren Bewohner sich bereit machen für das schönste Fest des Jahres, das Weihnachtsfest. Es duftet nach Äpfeln und Pfefferkuchen. Überall wird letzte Hand an die strahlenden, funkelnden Christbäume gelegt. Man macht sich bereit, mit seinen Lieben zu feiern. Und in den Stuben herrscht fröhliche Erwartung. In jeder Stube? Sehr nett von dir, Rainer. Aber ich habe schon was vor heute Abend. Nein, wirklich. Doch, ich mag dich auch. Aber es geht heute wirklich nicht. Nicht heute. Auch Manuela will feiern. Doch es ist keine frohe Erwartung in ihr. Denn ihr Herz, das Herz eines sensiblen Mädchens, hat einen Sprung bekommen, seit ihr das Liebste genommen wurde. Sie ist blind geworden gegen die Gefühle des Heute. Sie zehrt nur von der Liebe, die ihr einst geschenkt wurde, und hofft auf ein Wunder. So auch an diesem heiligen Abend. Einer Zeit, in der viel geschehen kann. Auch ein kleines Wunder. Schöne Weihnachten, Liebling. Natürlich darfst du rocken. Mit dir zu feiern. Manuel und Manuela. Weißt du noch, wie wir gelacht haben, als wir uns unsere Vornamen gesagt haben? Verlobung war das Süßeste, was ich je erlebt habe. Du standst vor mir, wie ein verlegener kleiner Junge. Ganz leise hast du mich gefragt, ob ich dich heiraten will. Als ich dann Ja sagte, das erste Mal miteinander geschlafen. So sehr hast du mich geliebt, dass du bis dahin gewartet hast. Das war die Erfüllung. Das war. Thank you.
liebe, kann nicht einfach sterben. Komm, Liebster. Lass uns Bescherung machen. Das war unser letztes Weihnachten. Ich liebe dich. Wenn du doch jetzt bloß bei mir wärst. Ist das wirklich nötig? Marvin? Ja. Ist das wirklich? Ja. Aber du bist doch... Gestorben? Richtig, das bin ich. Wie ist das möglich? Du hast mich gerufen. Deine übergroße Liebe, der Ring. Das bilde ich mir nur ein. Das ist unmöglich. Ich drehe durch. Du drehst nicht durch. Du hast dir gewünscht, dass ich wieder bei dir sein soll. Hier bin ich. Ich glaub's nicht. Nimm mich in die Arme. Du siehst mich nicht wirklich. Was du siehst, ist dein Bild von mir, das du in deinem Herzen trägst. Aber du bist wieder bei mir. Du bist zurückgekommen. Meine Seele. Nur die Seele kann zurückkommen, wenn sie noch keinen Frieden gefunden hat. Noch gefangen ist im Raum zwischen Leben und Ewigkeit. Dann ist alles wieder gut. Findest du nicht, dass das ein bisschen egoistisch von dir ist? Egoistisch? Ich liebe dich. Egoistisch? Du nutzt meinen Zustand aus. Was kann ich denn dafür, dass du noch in diesem Raum bist? Zwischen Leben und Ewigkeit. Was du dafür kannst? Du bist es doch, die mich gefangen hält. Du liebst etwas, das war, als wäre es noch existent. Damit machst du die Vergangenheit zum Käfig. Für mich und für dich. Liebe ist kein Käfig. Nein. Jedes Mal, wenn du den Ring küsst und mich rufst, bin ich bei dir, solange du es willst. Das ist doch herrlich. Macht es dich nicht auch glücklich? Nein. Aber du liebst mich doch. Es ist doch wunderbar, dass wir wieder zusammen sein können. Du liebst mich doch? Ich liebe dich. Auch jetzt noch. Aber es ist anders, als es damals war. Das war große, erfüllte Liebe. Sie lebte, sie war erfüllt durch das Leben. Aber jetzt? Manuela, ich bin gestorben. Aber jetzt bist du hier. Spiel unser Lied, Schatz. Das geht nicht. Ich kann in deiner Welt nichts bewegen. Du kannst wieder bei mir sein, wenn ich will. Was versprichst du dir denn davon? Unsere Liebe. Die Fortsetzung unserer Liebe. Kannst du nicht einfach fortsetzen wie ein Roman? Wir werden so viel Neues erleben. Und Altbekanntes. Als Körperloser? Wohl kaum. Aber wir könnten doch wenigstens reden. Was das betrifft, kein Mensch außer dir kann mich hören oder sehen. Das wird lustig werden, wenn wir zusammen ausgehen und uns unterhalten. Glaubst du nicht, die Leute könnten dich ein bisschen missverstehen? Aber was hab ich denn von dir? Du lebst dann in einer Art Vergangenheit. Einer Vergangenheit, die die Gegenwart verdrängt. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Ich lebe heute. Und heute ist Weihnachten. Ein Jahr, nachdem du von mir gegangen bist. Meine Zeit ist eine andere. Sie ist unendlich.
Wenn du mich rufst und ich bei dir bin, rast deine Zeit unwiederbringlich davon. Ich lebe dann nur noch in der Vergangenheit. Während das heute verstreicht. Und du? Du musst immer warten, ob ich dich rufe. Solange du den Ring benutzen willst, werde ich keinen Frieden finden. Aber dann zwinge ich dich ja. Erzwinge deine Liebe. Jetzt weiß ich, was du meinst. Wirst du den Ring wieder benutzen? Danke. Ich werde meinen Platz bei dir in Ehren halten. Es gibt viele Wunder, große wie kleine. Und es sind meist die Kleinen, die uns helfen können, in dieser Welt zu bestehen und die unbemerkt von den meisten geschehen. Nicht nur an einem heiligen Abend.